herzlich willkommen auf dem Multikulti-Episode Laser und heute ein richtig geiles Unboxing. Ja, ich freue mich tierisch, euch das zu zeigen. Ich muss nur hier so bleiben wegen der Adresse. Und zwar hat mich von Fun Media was erreicht. Ich hatte einen Autovlog gedreht, der wird jetzt auch noch nach diesem Video kommen. Der ist aber von letzter Woche. Da musste ich aber nochmal bearbeiten und schneiden und so. Da erwähne ich das, warum und wieso und weshalb. Aber kommen wir zum Unboxing. Und zwar habe ich mir bei Fun Media einen neuen Copter geholt. Und zwar den Rodeo 110. Dazu hier so ein Transmitter, das ist der FCC, ja, werde ich darauf nicht eingehen. Dann noch ein Ersatzakku und lecker Haribo, danke sehr. Wie gesagt, das Ganze habe ich erworben bei Fun & Media, habe ich das gekauft, weil das einfach der Top-Händler für Valkera-Produkte ist und auch eigentlich die besten Preise hat. Also egal, um was es geht bei Valkera. Zumindest jetzt rein die Valkera-Produkte, habe ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nur bei dem guten Mann gefunden. Und ich habe da auch meine Fusion 215 gekauft und jetzt auch die Rodeo. Um die Fusion 215 kommen wir noch. Da kommt noch ein Unboxing. Hier neue Sachen. Kommen wir später zu in einem anderen Video. Ja, wir öffnen das Ganze hier. Auf meinem Zweitkanal habe ich neue Messer gezeigt. Einfach mal reinschauen. Link zum Zweitkanal natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir gucken uns einmal kurz hier den Akku an. Auf dem Zweitkanal kommen ganz viele verschiedene Unboxingsmesser und andere Geschichten, die ich hier nicht zeige. Ja, kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Valkera. Hier haben wir mal einen Ersatzakku drinne. Und zwar für die Rodeo. Und zwar ein 7,4 Volt mit 850 mAh, ein 2S. Süß, okay. Vom Preis her jetzt nicht ganz so billig, aber es ist ein Original-Akku und ich wollte wenigstens zwei Original-Akkus haben. Die nächsten Akkus, die folgen werden, sind von SLS und Co. Dann gucken wir uns einmal den Transmitter an. Brauchen wir da ein Messer für? Eigentlich nicht, nee. So. Oh, drei kleine Schräubchen. Hier haben wir einmal den Transmitter in dieser Elektrofolie. Zum Stecken ist der. Ja. Sehr schön. Hier kommt die FPV-Antenne draufgeklipst. Sehr stark. Hier können wir die verschiedenen Sender einstellen. Sehr cool. Ja, wer wissen will, was das hier ist und warum das, warum man das hat und pipapo, informiert euch da bitte selber. So. Dann der Copter. Und zwar ist das die Bind-and-Fly-Version. Ist ja auch kein Wunder. Hier haben wir einmal eine Anleitung auf CD. Nochmal einen Quick-Start-Guide auf einer anderen Sprache. Und hier unter. Da-da-da-da. Oh, sieht die geil aus, ey. Schönes Ding. So, wir gucken mal weiter. Dann haben wir hier einmal. Spare-Part, Ersatzrotorblätter. Und zwar 4 Stück, also 8 insgesamt. 4 sind montiert, 4 Stück auf Reserve. Dann haben wir hier den zweiten Akku oder den ersten Akku. Jetzt habe ich 2 Akkus. Wie gesagt, die nächsten werden von SLS und Hobby King eventuell sein. Dann haben wir hier ein Balancer-Ladegerät, was ich nicht benutzen werde, aber ist mit dabei. Und das USB-Kabel, was sehr wichtig sein wird. Das werde ich natürlich mit benutzen, weil das ein sehr gutes USB-Kabel ist. So, das war's. Mehr von dem Kram brauche ich nicht. Den Quick-Start-Guide brauche ich nicht. Und die CD brauche ich auch nicht. Zack, zack, zack. Zur Seite gucken wir uns den Copter an. Oh, sieht der schön aus. Hier vorne eine Schutzfolie noch auf der Linse drauf. Das Ganze ist winzig. Das ist so mein erster kleiner Copter. Ich habe mich extra für das Modell entschieden, weil er A, schon eine Software drauf hat von Valkera, aber man ihn hier auch mit Micro-USB an der Seite, kann man nämlich hier Betafly draufhauen. Und mit Betafly kann man hier nämlich komplett andere Moodies einstellen und auch andere Software. Und ich habe da ein paar Videos gesehen, da möchte ich das gerne eventuell nachmachen, wenn mir das hier von Valkera nicht gefällt. Und ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass ich das tun werde. Und ja, ich möchte euch einmal hier die Rodeo, wie gesagt, zeigen. Guckt euch diese kleinen Brushless-Motoren an. Also richtig winzige Brushless-Motoren, die wir haben. Richtig geil. Steckbare Regler,
die hier an den Seiten gesteckt sind und nicht gelötet. Denn das ganze Board unten ist aus Carbon. Hier haben wir wohl nochmal die Möglichkeit, einen anderen Empfänger anzuschließen. Okay. Hier oben haben wir den anderen Transmitter. Hier Band ist damit bei. Hier einen anderen Transmitter. Das ist unser anderer Transmitter. Hier der Stecker. Hier die Antenne. Da gibt es auch schon Antennen-Mods für. Die Antennen hier, die muss ich mir nochmal besser sichern. Die gefallen mir hier jetzt nicht so. Und da ich ja schon die Evo 7 habe, habe ich mir die Bind-and-Fly-Version geholt. Ziemlich günstig. Ja. Und dann werden wir uns die kleine mal angucken. Auf die habe ich richtig Bock. Schönes Gerät. Ich finde die Valkera-Produkte immer ziemlich geil, muss ich dazu sagen. Ich will einmal kurz das gucken. Boah. Die Dinger sind so laut, ey. Valkera übertreibt da echt krass mit ihrem Pieper, ey. Ja, das Gerät muss aufgeschraubt werden. Da muss der andere Transmitter rein, aber das mache ich später. Hier oben haben wir die Kamera, die wir nach oben und nach unten neigen können für mehr Speed. Ne? Also echt krasser Winkel. Das wäre also so ungefähr. Also was ist das denn für ein krasser Winkel? Und je nachdem, wie wir die Kamera haben, ist dann auch der Flugwinkel. Aber der Flugwinkel ist schon krass. Ja. Schön. Ich bin echt mal gespannt. Dann werden jetzt vielleicht einige Leute da draußen sagen, ja, wann fängst du mal an, dir selber einen Copter zusammenzubauen und. Da kommt noch ein separates Video, wo ich was erklären möchte für die Leute. Ansonsten, ja, seid gespannt auf die Rodeo. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Rodeo und freue mich. So, jetzt kommt noch gleich das zweite Unboxing. Wobei, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich mache das einfach in dem Unboxing. Weil das ist albern, da jetzt extra Video zu drehen. Und zwar habe ich mir bei Hobby King, habe ich mir hier neue FPV-Antennen geholt, weil ich ja die ganze Zeit hier die Aero Max-Dinger, wie heißen die hier? Hier die Aero-Ray-Teile benutze. Und die sind eigentlich ganz gut. Ich liebe sie. Aber ich dachte, ich probiere mal was Neues aus und habe mir hier diese Flachdinger geholt. Ich weiß gar nicht, wie heißen die hier? Pagoda. Ja, auf jeden Fall sehen wir hier eine andere Art von Antenne. Und zwar haben wir hier oben Platin. Und auf diesem Platin, vielleicht kann man das sehen, wenn ich hier das Licht spiegel, auf diesem Platin sind die Antennen. Seht ihr das unter dem Schwarzen hier? Dieses glänzende, ja, das sind die Antennen. Ne? Die sind auf diesem Platin drauf. Und da haben wir hier drei Stück. Und da bin ich mal gespannt, wie so der Empfang ist fürs FPV. Und ich bin da echt neugierig. Also ich bin da echt neugierig. Ich will jetzt so verschiedene Antennen mal für mich testen und einfach mal gucken, wie so der Unterschied ist. Und dann habe ich hier für mein F215 eine neue Kamera besorgt oder eine neue Cam. Und zwar die Runcam. Und zwar die Eulen-Version hier. Ist hier auf jeden Fall eine Eule drauf mit einer schönen Schutzkappe vorne drauf und das krasseste an dieser neuen Kamera ist, wir haben hier ein Lichtempfindlichkeit oder eine Lichtstärkeempfindlichkeit, bla, wie man das auch mal nennt, von 1,2 f, also richtig krass. Was aber noch krasser ist, dass diese Kamera, und zwar steht das hier Kamera, sage ich immer Cam, das ist echt krass. 0,0001 Lux. Das heißt, wir haben so eine Art Schwarz-Weiß. Das heißt, wenn es dunkel wird, können wir trotzdem noch fliegen. Die soll wohl richtig lichtstark sein. Und da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, dass sie in meine Fusion reinpasst, hier mit den Haltern. Wenn nicht, eventuell hier an den beiden Punkten. Ich muss mal gucken, ob sie in die Fusion reinpasst. Wenn nicht, gibt es hier noch eine andere Backplate als Menü. Da. Und da kann man nämlich hier das hier ändern, gegen eine andere Backplate, die hier ist. Und dann gibt es hier aber auch noch einen Halter, den man mit installieren kann. Hier gibt es eine Fernbedienung, Kabel. Und ich hoffe, aber wenn ich mich nicht verguckt habe, sind die Anschlusskabel,
sind die identisch. Also ich glaube, dass das kein Problem sein darf. Ich glaube, das ist auch nur drei Steckermäßig. Das heißt, eigentlich müsste das mit der Fusion funktionieren. Ich würde auf jeden Fall gerne eine neue Kamera dran machen, weil die Fusion Cam mir nicht so gut gefällt. Ansonsten baue ich mir hier was Eigenes auf oder für meinen eigenen Copter. Wir haben hier auf jeden Fall Metallrahmen mit drin, wo wir das Ganze aufbauen können. Guckt, zeige euch mal kurz das. Hier einmal die Fernbedienung mit Up, Down, rechts und links. Dann haben wir hier einmal das Verbindungskabel. Dann haben wir hier noch eine Tüte drin mit den Rahmen. Und zwar die Befestigungsrahmen. Schrauben sind damit bei. Eine andere Backplate. Der Rahmen ist aus Metall. Dann haben wir noch die, den Frontrahmen, den wir hier mit dem befestigen können. Das heißt, das Ganze wird hier vorne nur befestigt. Ne? Und kann dann hier irgendwo angeschraubt werden. Oder halt mit dem großen Rahmen hier hinten. Und dann eingestellt werden. Vielleicht schraube ich das auch so drauf. Ich muss mal gucken, wie wir das befestigen. Ich hoffe, dass es meine Valkera reinpasst. Müssen wir mal schauen. Ja, meine Valkera werde ich jetzt auch wieder fertig machen, weil ich sie, ich muss wieder fliegen gehen, Leute. Ich muss wieder fliegen gehen. Und mich packt es langsam wieder. Also ehrlich, mich packt wieder die Fluglust. Und ich habe Lust drauf zu fliegen wieder. Ich packe das jetzt mal hier so rein. Das stört mich hier, dieser ganze Müll. Und es werden auch wieder Flugvideos kommen. Ich hoffe, dass das Wetter bald wieder besser ist. Und dann bin ich echt gespannt. Und dann, ja, habe ich hier eine kleine, mit der soll man richtig geil fliegen können. Ich bin so gespannt, ey. Ich werde sie erstmal original fliegen, glaube ich, mit der Originalsoftware. Und dann wohl mal Betafly drauf klatschen, wenn es mir nicht gefällt. Und dann gucken wir mal, was mit Betafly so geht. Ich bin echt gespannt, ey. Kleine Rodeo. Süß. Echt süß. Blätter sind auch ziemlich hart, ey. Aber geht. Ich bin echt gespannt, wie die Kleine abgeht. Gut, das war's mit dem Unboxing hier. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss.